Oh, wie ich das liebe, bei dem Wetter, bei Regen einzuladen. Aber egal. So, jetzt noch mal ganz von Anfang an. Hi Leute, herzlich willkommen. Wie angekündigt geht's heute Richtung Holland. Und ich habe jetzt bei Regen schon ein bisschen was eingeladen. Muss aber jetzt noch rüberfahren, die Anja abholen. Und dann starten wir hoffentlich gleich. Würde mich natürlich freuen, wenn ihr uns auf unserer Tour nach und durch Holland begleiten würdet. Also heute die erste Etappe. Ich wünsche euch viel Spaß beim Zuschauen. So, bei der Anja angekommen. Ihr werdet es nicht glauben. Jetzt hat es aufgehört zu regnen und auf dem Weg war sogar die Sonne ein bisschen draußen. Gut. Bist du fertig? Du musst ein bisschen lauter sprechen, du hast ja noch kein Mikrofon. Also ich bin jetzt da, von mir aus können wir losfahren. Ich habe noch dein Badehöschen. Badehöschen. Ich glaube nicht, dass ich mein Badehöschen brauche in Holland. Oder gehen wir da ins Meer? Vielleicht. Okay. So, Anja räumt ein. Jetzt habe ich dir schon mal ein Mikro dran gemacht, dass man dich auch hört. Das Rascheln. Das Rascheln, genau, beim Einräumen, ja. Hast du alles untergebracht? Ja. Wir haben ja hier, muss ich mal an der Stelle sagen, wir haben natürlich eine Aufteilung auch hinten, was im Schlafbereich, im Heck, was die Oberschränke angeht. Und dann die Anja zwei Fächer und ich zwei Fächer. Also sie weiß dann immer schon, wo ihre Sachen so hinkommen. Ich habe eben gerade gesagt, sie war gerade schon im Bad gewesen. Und gut, ist natürlich, nee, sagt nichts. Ist natürlich Unterschied Frau und Mann. Ich glaube von den ganzen, und wir haben wirklich viele Fächer im Bad, von den ganzen Fächern habe ich jetzt glaube ich noch eins quasi für mich. Und der Rest ist in Beschlag. Und es wird auch jedes Mal, ja, kannst du ruhig mal zeigen. Anderthalb. Das hast du jetzt extra leer geräumt, weil ich es gesagt habe. Ich werde verrückt. Ja, was ist schon wirklich ganz schön viel, ne? Was da so mitkommt, oder? Was man so braucht. Ja. Nichts Überflüssiges. Ja, da überflüssig weiß ich jetzt nicht, ne? Aber egal. So, Blick auf die Uhr. Anja, wir wollen los. Was wollte ich sagen? Anja, ich hatte, du weißt ja nicht, was ich jetzt schon gefilmt habe vorher. Ich habe noch gar nicht gesagt, wo es hingeht. Weil heute ist ja die erste Etappe. Und also heute kommen wir noch nicht bis Holland, nicht weil wir es nicht schaffen, sondern weil wir einen Zwischenstopp machen bei sehr guten Freunden. Ja, kann man ja sagen, Helena und Knut. Die Adresse, also wo es genau hingeht, sage ich jetzt mal nicht. Ich möchte jetzt nicht hier in Knut seine Privatadresse über YouTube da bekannt geben. Aber es geht so grob, also es geht nach Nordrhein-Westfalen und wir sind ein Stückchen hinter, nördlich von Dortmund. Und da werden wir einen Zwischenstopp machen, weil vom Knut geht es dann morgen früh. Wo geht's hin? Zum Obelink. Genau, morgen früh geht's zum Obelink. Und da müssen wir, Anja, ohne Flachs, da müssen wir bei Zeiten losfahren, weil der Obelink schließt nämlich schon am Samstag um 17 Uhr, habe ich mir nicht gelesen. Und wir haben eine gute Stunde Fahrt bis zur Obelink und ich glaube, wir sind da ja nicht in einer halben Stunde durch. Ne? Gut, ja, was ich aber sagen wollte, deswegen dachte ich, wir nutzen jetzt gerade mal so ein bisschen die Zeit. Leute, mal ganz ehrlich, ich finde es total klasse. Bei uns ist das mittlerweile so, wir haben so viele Bekanntschaften, die wir irgendwie auf den Campingplätzen geschlossen haben oder halt bei uns über unsere Gruppe, dass du mittlerweile wirklich so, wenn du irgendwo länger hinfährst, kannst du wirklich sagen, ach, wir machen einen Zwischenstopp dort, wir rufen mal an, passt es bei euch und so. Und so ist es halt jetzt auch hier jetzt auf unserer Fahrt. Also finde ich total klasse. Ich habe schon gedacht, wir müssten eigentlich mal bei uns in der Gruppe, das wäre eine Idee. Stefan, hier an unseren CEO Social Media, der ja die Facebook-Gruppe betreut. Stefan, weißt du, was wir mal machen könnten? Mal jetzt nur so als Gedankenspiel. Vielleicht sollten wir mal bei uns in der Facebook-Gruppe, weil das sind ja auch wirklich alles nur nette und super, super sympathische Camper drin. Vielleicht sollten wir da mal irgendwie so eine Abfrage machen. Wer bietet für Reisen, Camping und mehr
Gruppenmitgliedern eine Übernachtungsmöglichkeit. Wäre vielleicht mal eine Idee. Also Stefan, bitte für dich, mach doch mal in der Gruppe eine Abfrage. Finde ich eine coole Idee. Das ist jetzt auf jeden Fall auch mal wieder ganz interessant. Wir sind auf der A45 Richtung Norden unterwegs und wir sind jetzt so, naja, ca. 50 Kilometer vor Dortmund. Und auf der 45, da ist, oder die 45 ist dann Höhe Lüdenscheid gesperrt. Und jetzt muss ich eins sagen, ich habe ja hier im Mobil fest eingebaut das Alpine. Und ich muss wirklich sagen, ich bin da sehr zufrieden mit dem, Radio, sage ich jetzt mal, insgesamt und auch mit der Navigationssoftware. Und ich wollte jetzt eben gerade noch sagen, wenn ihr jetzt mal hier guckt, direkt oben drüber habe ich jetzt mein Handy so parallel mit Google Maps mitlaufen, weil das ist natürlich immer so der Punkt, dass so ein fest eingebautes Navi natürlich schon auch so Staumeldungen und so weiter berücksichtigt. Das macht auch meins eigentlich wirklich sehr gut. Und ich hatte jetzt gedacht, weil diese Vollsperrung der 45, die wird schon wirklich sehr lange angekündigt. Da dachte ich nur so, ah, jetzt machst du mal Google Maps schnell an und guckst du mal, wie da so die Streckenführung über Google Maps ist. Und da habe ich dann gesehen, ach ja, guck mal, das Navi hat die Vollsperrung nicht registriert. Oder beachtet oder berücksichtigt, aber der Google Maps natürlich schon. Und jetzt wollte ich euch das gerade zeigen. Und in dem Moment kommt neue Streckenführung. Und ihr seht jetzt hier auf dem fest eingebauten Navi um 11 Kilometern und auch hier auf Google Maps in 11 Kilometern muss man jetzt links abbiegen, weil dann ist voll gesperrt. Und es hat mich jetzt ehrlich gesagt ziemlich gewundert, dass das fest eingebaute Navi das berücksichtigt. Weil wie gesagt, die Staumeldung, die es über diesen Verkehrsmelderdienst da bekommt, berücksichtigt sie ja schon. Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass es so eine Vollsperrung, weil ich glaube, die gibt es schon eine ganze Weile, dass es die auch berücksichtigt. Also muss ich wieder sagen, Leute, könnt ihr auch mal gern schreiben, was ihr für ein Navi benutzt im Fahrzeug. Mit dem fest eingebauten, bei mir war es halt drin. Ich sage, ich bin auch ganz zufrieden, aber das ist jetzt nicht unbedingt so meine erste Wahl, normalerweise. Aber hier muss ich wieder sagen, Alpine, Daumen hoch, also wirklich klasse. So, jetzt bist du, glaube ich, jetzt bist du mit auf dem Video vielleicht, weil ich nämlich jetzt tatsächlich, jetzt gerade mal kurz die Kamera rausgeholt habe. Das ist ja irre hier, die Autobahn, wie die gesperrt ist und man wird jetzt hier da drüber geführt. Ja, genau. Biegt jetzt quasi hier links ab. Genau. Ja, okay, nee, super, super auf jeden Fall, weil ich hatte im Moment gerade nämlich auch im Video gesagt, das ist immer so eine Geschichte mit dem Navi, weil manchmal kann man sich da auch nicht so drauf verlassen und deswegen dachte ich, ruf dich mal an, damit ich weiß, auch, wie ich... Da stehen auch wirklich gleich Hinweisschilder, das ist kein Scherz. Ja. Bitte schalten Sie Ihr Navi aus. Okay. Und folgen der U sowieso. Okay. Das war jetzt ein Schild. Das war jetzt gerade ein Schild, das habe ich auch noch nicht gesehen. Navi aus, also mir ist darauf hingewiesen worden, man soll das Navi ausmachen und der U39 folgen. Nur interessanterweise, also ich muss es wirklich jetzt an der Stelle sagen, sowohl Google Maps als auch mein fest eingebautes Navi haben jetzt beide auch diese Strecke mir vorgeschlagen. Also ich konnte mein Navi jetzt anlassen. So Leute, jetzt wollte ich euch zumindest mal zeigen, wo wir heute Nacht so schön gestanden haben. Weil als wir gestern Abend ankamen, da war es natürlich dann schon zu dunkel gewesen. Außerdem wollten wir dann ja mit unseren Freunden, ne, seht ihr hier im Hintergrund jetzt der Knut, wollten wir ja noch zusammensitzen und hatten wirklich einen super tollen Abend gehabt. Aber ich wollte euch noch zeigen, wo wir waren. Also ich finde diese Idee, die ich euch ja im Video gesagt hatte, mit so, wer hat es vielleicht privat die Möglichkeit, mal so einen Übernachtungsplatz anzubieten, finde ich gar nicht so schlecht, weil wir haben es auf jeden Fall jetzt sehr genossen. Und wir machen uns jetzt fertig, weil wir müssen jetzt zu Obelink. Aber dieses Video beenden wir jetzt an dieser Stelle. Und im nächsten Video nehmen wir euch dann mit zu Obelink. Ich bin echt mal gespannt, was uns da heute erwartet. Also, dann danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Macht's gut. Habe die Ehre. Ciao.